Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Sims 4 mit unserer Familie Black im Urlaub. Jaha, so sieht's aus. Wir sind im Urlaub und da hinten glitzert irgendwas, deshalb kann der Benjamin da mal ein bisschen Gram gehen. Und hier, achso, die kann er sich nur ansehen, die Pflanze. Was kannst du machen? Ernten. Warum schlaft ihr denn alle? Warum seid ihr denn schon wieder müde? Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, ihr habt doch die ganze Nacht gepennt. Mann, Mann, Mann. So, was kann man denn hier alles machen? Benjamin hat eine Kapsel ausgegraben. Was mag wohl darin stecken? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal nach. Das hier, mysteriöse Zeitkapsel. Es macht immer Spaß, eine Zeitkapsel zu öffnen und einen Einblick in vergangene Zeiten zu erhalten. Na, dann mach mal auf. Benjamin kann jetzt am Kreativkunsttisch zeichnen. Er kann außerdem mit dem Puppenhaus und bla 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 spielen. So, was ist das? All Gabby, Seltenheit, gewöhnlich. Verspielter Dekor. Aha. Okay. Ne, wir können uns ja hier mal ein bisschen umgucken. Das Haus hier ist auch echt süß, ne? Wir können ja mal auf die Karte schauen. Wälder erkunden, zur Unterkunft bringen lassen, zum Badezimmer bringen lassen. Stimmt, wir haben hier gar kein Badezimmer, ne? Müssen wir doch mal gucken, wo sich hier ein Badezimmer befindet. Oder gibt es hier sowas wie ein Campingklo oder so? Weiß man ja nicht. So, auf jeden Fall kann der gute Julian jetzt erstmal ein bisschen was grillen. Würstchen und Bohnen, Würstchen, Veggie-Burger, Tofu-Burger. Nö, wir nehmen ein paar ordentliche Hamburger. Kann der gute Julian mal für ein bisschen Abendessen hier sorgen. So, ernten geht nicht mehr, aber du kannst ja mal, was ist das eigentlich für eine Pflanze? Eine Pflanze wild, Mikroskopproben sammeln. Das kannst du tun und hast du die jetzt auch gepflückt? Ja, hier, unbestimmte Frucht, was könnte das sein? Keine Ahnung. Eine Objektträgerprobe wurde im Inventar von Cassidy abgelegt. Sie kann das Mikroskop verwenden, um sie zu analysieren. Aha. Okay. Hier kannst du Frösche suchen und dann gucken wir mal, wo Benjamin ist. Wartet eine Schlange? Was für eine Schlange? Gibt es hier eine Kloschlange oder was? Ist ja herrlich. Das ist ja auch genial. Vielleicht hätten wir uns auch hier irgendwo unser Zelt hinhauen sollen. Hier haben wir auch Grills und hier ist wenigstens auch gleich das Klo. Oh Mann, da muss man hier in der Schlange warten. Na, yippie-yay. So, du fühlst dich unwohl, du hast Hunger. Ja, Papa macht ja schon Essen, ne? Und Papa muss auch mal aufs Klo dann. Oh, Essen ist fertig. Na, dann geh doch was essen, Süße. Da. Ein Gericht nehmen. Und du gehst dann mal, genau, zur Toilette. Cassidy ist noch nach Fröschen. Die hält noch nach Fröschen Ausschau. Oh, ich kann nicht mehr reden. Basilikumstrauß ansehen und dann kannst du den ja auch ernten und eine Mikroskopprobe sammeln. Ach ja, aber ist schon schön hier, ne? Hier draußen. Gefällt mir wirklich gut. Was haben wir hier? Was ist denn das? Keine Ahnung. Aber sieht doch sehr nett aus hier. Cassie hat etwas gefunden, ein Blattfrosch. Yeah, hey. Und Cassidy muss dann auch mal zum Klo und duschen und Hunger und... Können wir uns denn da auf Klo eigentlich auch duschen? Ja, Tatsache. Na, dann geh doch duschen. Aber du brauchst gar keine Dusche. Dann komm wieder raus, das kostet Geld. Cassidy kann dann die Toilette benutzen und auch duschen gehen. Julian und Veronika kennen sich noch nicht. Ja, ist ja auch nicht weiter schlimm. So, du hast Hunger, dann ab zur Unterkunft. Shayla, du isst noch schön, das ist fein. Das Zelt hier ist irgendwie falsch rum aufgebaut, ne? Kann ich das drehen, bitte? Ja, so gefällt es mir besser. Können da mehrere Personen drin schlafen? Das wäre echt perfekt. Du willst schon schlafen gehen? Nee, warte, dann gehst du vorher auch noch auf die Toilette. Wenn ich die Toilette finde. Moment, ich guck mal, ob ich sie in der Kartenansicht jetzt finde.
Nee. Es muss auf jeden Fall hier irgendwo sein. Okay, gut, dann hat sich das schon wieder erledigt. Oh Mist, jetzt haben wir immer so einen weiten Weg bis zum Klo. Das ist natürlich ein ganzes Stück, ne? Wo ist denn das? Hallo, Toilette. Wo ist die Toilette hin? Nein. Da. Toilette benutzen. Und wo ist unser Campingplatz? Ach da, naja, gut, so weit ist es nicht. Es hält sich in Grenzen. Dusche, ja, kannst du auch nehmen. Bist immer eine Lady. Ah nein, ich wollte nicht in die Karte. Ah! So, wieder raus hier. Du bist eine Lady, du darfst duschen gehen. Cassidy, du bist schon auf Klo, oder was? Oder bist du noch auf dem Weg? Nö. Du bist schon da, richtig? Nö, du bist doch noch auf dem Weg. Gut, dann mach hin, ne? Dann geh pushen und duschen und dann kannst du dir hier auch ein Gericht nehmen. Benjamin wird jetzt auch was essen. Julian ist sonst wo, der unterhält sich. Kommst dann aber auch mal her und kannst dann auch etwas essen. Und dann hoffe ich echt, dass hier mehrere Personen drin schlafen können, ne? Weil die Kinder brauchen ja auch ihren Schlaf. Schön hat an seinem freien Tag 423 Simoleons verdient. Hättest du heute eigentlich arbeiten gehen müssen, Cassidy? Ja. Hast du auch schon Geld verdient? Kann ich mich nicht dran erinnern. Oh, was? Warum bist du denn so eklig angespannt? Ach so, wegen diesem blöden Bären. Okay. So, ihr zwei. Jetzt könnt ihr mal ein Gespräch von Vater zu Sohn führen. Liebkosen. Ach, wie süß. Wichtige Lektion lehren. Dann lassen wir es mit dem Liebkosen jetzt mal. Bewunderung ausdrücken. Nach Hause schicken, wie gemein. Du warst unfreundlich, du gehst jetzt nach Hause. Witz über alte Zeiten machen. Die Wange küssen. Ernsthaft? Oh, wie süß. Tag verschönern. Umarmen. Über Träume reden. Liebe ausdrücken. Ach, wie süß. Oder wird er jetzt pädophil? Nee, oder? Du schläfst, wo schläfst du denn? Hier, komm hierher schlafen. Im Zelt spielen können die also auch. Aha, aha. So, Cassidy. Ja, du kannst gleich zurückkommen. Du isst ja jetzt eh was. Ach, wie putzig. Von Wolken geblendet. Wenn man in den Himmel blickt, scheint einfach alles möglich zu sein. Angenehmes Gespräch, tiefe Bindung. Ach, wie schön. Das freut mich. So, Shayla geht schlafen. Und dann schicken wir Benjamin auch damit ins Zelt, ne? Ja, das geht. Cool. Dann können Mami und Papi in dem Zeltchen da schlafen. Aber vorher darf der Julian hier noch ein Feuer anzünden. Ein Märchen über eine kleine Maus, eine Abenteuergeschichte. Einladen abzuhängen. Nehmen wir die Cassidy, wenn die dann gegessen hat. Was ist denn mit Shayla jetzt? Du sollst doch schlafen, Mäuschen. Hat dein Bruder dich rausgeschmissen? Kann da doch nur einer drin schlafen? Oder was? Das wäre ja blöd. Ach ja, cool. Ständchen bringen. Ist Cassidy denn schon satt? Nee. Gemeinsam ein Foto machen. Ein Lagerfeuerfoto. Und Cassidy beim Essen, natürlich. Zusammen in die Sterne gucken. Nee, der schläft doch. Kann ich denn jetzt ein Foto mit ihr machen, wenn sie da am Essen ist? Scheinbar nicht. Schade. Witz über alte Zeiten machen. Romantik. Knuddeln. Oh.
Oh, Cassidy ist kokett. Ich würde ja sagen, dann müsste man eigentlich hier direkt was machen, aber die Kinder liegen ja in den Zelten. Kann sie echt nicht da... Wieso spielt die denn jetzt? Geh schlafen. Und zwar da, bei deinem Bruder. Mami, Papi wollen ihre Ruhe haben und noch ein Geschwisterchen für euch machen. Jetzt geht er raus. Oh nein, da kann wirklich immer nur einer drin schlafen. Oder wie? Dimba Combo. Ah, Fricka Janae. So. Jetzt schlaft halt einfach. Mami, Papi wollen ihre Ruhe haben. So. Ihr könnt ja mal ein bisschen flirten. Und Händchen halten. Und ein Kuss hauchen. Oh. Techtelmächte im Zelt. Oh. Aber erstmal werden wir verführerisch flüstern, damit die Kinder das ja nicht hören. Und dann gibt es ein Techtelmächte im Zelt. Ich kann jetzt nicht schon das nächste Kind planen, das kann ich nicht machen. Dafür haben wir gar nicht das Geld, um Gottes Willen. Aber müde seid ihr jetzt beide. Und dann macht ihr jetzt Pimper-Pimp. Oder auch nicht. Entspannen, du sollst schlafen, verdammt. Techtelmächtel mit. Na toll, na dann geh schlafen. Ist ja ein toller Urlaubstag. Nicht mal ein Quickie gibt's hier. Ach Mist, wir hätten unser Essen vielleicht, wir bräuchten vielleicht wirklich so eine Art Kühltruhe, ne? Ich werde mal die Lampe, die wir haben, rausstellen. Einschalten. Dieses Licht. Ernsthaft, das war's? Ist ja ein Witz. So. Ah, Shayla ist wach. Und jetzt ist hier alles vergammelt und verdorben. Und die haben aber Hunger und... Ach, verflucht. So, Cassidy ist wach. Dann, ja, grill mal Frühstück. Gegrillte Früchte. Hähnchen grillen, Ofenkartoffeln. Oh, lecker. Ja, mach mal ein paar Ofenkartoffeln. Das ist eine Idee. Die Kinder sind hier am Aufräumen. Super fleißig, das ist schön. Und du machst jetzt Ofenkartoffeln. Los. Los, jetzt mach Ofen. Warum grillt sie denn nicht? Jetzt, okay. So, die Kids haben nämlich auch Hunger. Die können aber hier so lange spielen. Wie du da am Kartoffeln machen bist. Lecker Ofenkartoffeln. Mmh. Julian, der kommt wieder nicht aus dem Knick mit dem Schlafen. Das ist irgendwie so der Verpennte in der Familie, habe ich das Gefühl. Aber gut. Dann soll es eben so sein. So, wir suchen mal die Toilette. Die müsste ja hier irgendwo sein. Oder vertue ich mich da schon wieder? War die nicht hier irgendwo? Sag mal. So, scrollen wir mal wieder ordentlich raus hier. Ah, die war doch hier irgendwo. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind dort. Und hier war doch irgendwo das Klo. Ach, da. So versteckt. So, und dann kannst du auch duschen gehen. Und die Kinder können dann... Ja, erstmal was essen. Zusammen ein Gericht nehmen. Ja, mach das mal. Shayla auch. So, ist gut, genug gespielt. Jetzt esst ihr alle was. So, auch ein Gericht nehmen. Schön frühstücken in der Familie zusammen. Wichtig, wichtig im Urlaub. Damit man sich auch näher kommt, ne? Ja, die blöden Moskitos, ich weiß, es tut mir leid. Aber sehen sie nicht süß aus? Ach, ich finde das herrlich. Grimassen schneiden. Geht es am Esstisch?
Nö, scheinbar nicht. Beste Freunde werden. Ah, dafür muss ich zu ihr hin. Naja, wir verschönern ihr erstmal ihren Tag, falls das funktioniert. Ja, funktioniert. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Witz über Popel machen. Ja, herrlich. Tu das doch bitte.